wo es halt erstmal so eine. Ja, gut, der Spawnpoint ist, glaube ich, nicht so relevant. Was hast du denn hier unten für den Minenlabyrinth gebaut? Ich habe ein System. Wenn ich sozusagen in die Mine reinlaufe, sind die Fackeln rechts. Und wenn ich rauslaufe, sozusagen, wenn du raus willst, musst du sie links halten. Das bleibt hier in Anstandsabstand hin. Du könntest. Ich verlaufe mich gerade in deiner Mine. Ich komme mit runter. Aber wenn du weißt, wo du das hinstellen willst oder wo du bauen. Musst du was unter dich bauen zum Hochmachen. Achso. Bitte mach das. Irgendwie Dreck einfach unter dich zum Hochbauen. Ja, jetzt hier. Mir macht das schon. Ich hab extra gesagt, bitte mach das. Ich hab nie gesagt, ja, mach das jetzt! Ja, aber dieser Tonfall. Bitte mach das. Es sieht halt wirklich nicht schön aus, wenn du fliegende Bäume hast in der Welt überall. Weil das machen ja dann viele. Soll ich den Trick verraten? Das ist Style. Soll ich dir trotzdem einen Trick verraten, wie du dich einfacher hochbaust? Du kannst nach unten gucken, springen und rechts klicken und was setzen. Oh, okay, das ist natürlich nice. Um dich einfach hochzubauen. Jetzt komme ich aber wieder ran. Ich sag's nur für die Zukunft. Und dann kannst du einfach nach unten wieder abbauen und bist wieder unten. Ich glaube, ich habe dir Sachen geklaut, kann das sein? Nee, habe ich nicht. Oder muss ich es erstmal anwählen? Was musst du anwählen? Den nächsten Block. Genau, perfekt. Schon gelernt. Stumi hier, die schnelle Lernerin. Das Spiel spielen 10-Jährige, ja. Fortnite spielen auch 10-Jährige, trotzdem will ich da nicht das Bauen üben. Also das ist irgendwie für mich... 10-Jährige haben meistens viel Zeit und Enthusiasmus, sich in Sachen einzuarbeiten, wo ich keinen Bock drauf habe. Okay, schon doch wieder. Du Raupen nimmersatt. Alle Bäume werden erstmal abgeholzt hier, ich sehe es genau. Ich wollte eigentlich Platz machen, aber eigentlich je mehr ich Platz mache, desto mehr beschließe ich weiter weg von dir zu bauen. Das ist irgendwie... Aber dann nimm doch wenigstens ein paar Setzlinge auf und setz wieder ein paar da, wo noch... Da ist doch noch ein ganzer Wald mit nervigen Bäumen. Da muss ich runtergehen, die Setzlinge setzen. Da liegen nämlich auch Setzlinge rum, dann mache ich das. Alles gut. Na gut. Ich will nur halt, dass die wieder ein bisschen nachwachsen. Mir geht's gar nicht darum, dass es unbedingt Wald sein muss, sondern dass man halt Holzstelle hat. Au. Wegen Mitmachen, wir haben jetzt gesagt, erstmal nur Leute, die wir schon ein bisschen kennen, so. Hast du jemanden neuen bei dir? Ja. Okay. Ja, ich brauch's ja noch. Ich komme jetzt nochmal eine Nacht her. Ich schlafe jetzt nochmal eine Runde bei dir. Alles klar. Ich jetzt erstmal so ein bisschen die Mine. Darf ich dir was schenken? Ja. Guck mal, ich habe was für dich gebacken. Was ist das? Hey, hast du mit meinem Holz gemacht? Entschuldigung. Wie macht man das? Und wie macht man es wieder weg? Ich hab nur auf das Ding geklickt, was du mir gegeben hast. Ja, aber du hast rechts geklickt. What the fuck? Ja. Jetzt anderes Holz? Das ist jetzt. Ach, das ist Stripped Spruce Log jetzt. Du hast die Rinde abgemacht. Oh. Sorry. Ich glaube, ich hab noch ein paar. Das ist nicht ganz so schlimm. Du kannst in den Inventar gucken, was ich dir gegeben habe, tatsächlich. Ein Pumpkin Pie. Oh, wie süß. Ah, okay. Moment, du kannst das da reinlegen, da werden Planks draus. Ich geb dir ein bisschen. Ja, dann krieg ich nochmal das Fuß Planks raus. Ich lauf richtig durch. Danke. Für den Pie. Wie ist das denn mit Höhlen und Einsturzgefahr und sowas? Nein, nur Sand und Kies stürzt ein, wenn du es wegbaust. Alles andere bleibt in der Luft. Was passiert, wenn ich auf so einen See treffe? Was für ein See? Naja, wenn ich unterhalb von einem See bin. Achso, Lava und Wasser von unten kommt runter. Und dann wird der See zu einem trockenen See? Nee. Kann ich Sees trockenlegen? Nee. Das läuft einfach nur. Die Physik ist ein bisschen komisch an der Stelle. Oh, aber Scheiße, es ist ein. Jetzt ist hier wieder offen. Es ist einfach so. Oh. Ah, Mini-Zombie. Haben die auch Angst vor Fackeln? Nein, aber die spawnen nicht, aber ausgeleuchtet ist zumindest. Aber die laufen trotzdem rein. Rip Lumi in 3, 2, 1. Dankeschön, Anvayo. Ich hab ein bisschen Schiss. Aber noch geht's gut. Ich sehe hier nichts. Wir bauen jetzt hier weiter. Oh, scheiße. Ich hab schon wieder komische Geräusche. Du kannst F3 drücken, dann siehst du Koordinaten und in welche Richtung du guckst und sowas. Ich hasse dieses Spiel. Die ganze Zeit knurzt mich hier irgendwo an und ich bin in einem dunklen Gang und sehe nichts. Also ich sehe schon was, aber weißt du, vor mir ist Dreck und hinter mir ist ein langer Gang und da ist nichts.
und trotzdem knurrt die ganze Zeit um mich rum. Das ist nicht in Ordnung. Ah, ich finde das super. Ich nicht. Oh Gott, ich darf nie ein Horrorspiel spielen. Ich habe echt Angst vor so Sachen. Oh, ich würde ja schon sagen, irgendwie ein Donation Goal Horrorspiel bei Lumi? Donation Goal? Oh Gott, das wird aber ein Hardcore-Donation Goal. Ja, wenn du mal dringend Geld brauchst. Also das ein Horrorspiel spiele ich nicht für drei läppische Subs oder so ein Käse. Ich dachte auch irgendwie eher an 100 Euro oder so Donation Goal dann. Und ich können halt Hohlräume mit Monstern sein. Ja, und dann haue ich aus Versehen so einen Hohlraum auf oder was? Ist nicht so schlimm, dann hast du erst nur einen Block aufgehauen. Und die Monster können, oder nicht alle Monster können, glaube ich, nur durch zwei Blockhöhe Durchgänge. Ein Game Donaten reicht nicht. Ich habe ja schon Obscuritas habe ich gespielt. Und das war nicht, das war schlimm oder nicht so schlimm? Ich bin für Jumpscare sowas von anfällig. Und wenn es die kleinsten sind, das ist ganz, ganz furchtbar. Wenn du keine Jumpscares magst, kann ich dir Layers of Fear empfehlen. Oh, nein, bisschen vertraue ich nicht. Da oben sehe ich einen Namen. Das bist du. Bin auf dem Weg zu dir. Ich komme wieder runter. Ich brauche nur Fackeln, dann schaffe ich das schon. Aber überall knurrt es hier um mich rum. Ja, das sind die Zombies, die knurren, wie gesagt. Ohne Scheiß, ich schreie dir ins Ohr, wenn hier einer um die Ecke kommt. Mit dem Gesicht, ne? Du bist unter mir. Ich schon mal vor. Dreh mich leise. Wir machen auch ein bisschen normal laut. Okay, wie sie sagt, sie mag auch keine Jumpscares. Das ist halt lächerlichste, was ein Horrorspiel haben kann. Jemanden sinnlos kurz zu schicken. Hochraum muss unterbewusst im Kopf passieren. Ja, dagegen sage ich gar nichts. Bist du das? Jo, hallo. Du bist in meinen Tunnel reingebrochen. Warum ist dein Tunnel hier mit einer Zweistufenhöhe? Warum kann ich nicht einfach hochspringen, ganz normal? Hier weil ich Angst hatte. Von dem kann man nicht hochspringen. Jetzt lass mich in Frieden. Was kommst du hier auch einfach aus dem Nichts aus? Ich dachte erst, ich müsste auf dich einkloppen und dann habe ich erst das Namensschild gesehen. Das wollte ich schon hauen. Ich baue hier halt Eisen ab. Wie bist du da überhaupt hingekommen? Von meinem Tunnel halt. Die haben eine Höhle erkundet. Okay. Ist okay, ich zick dich nicht weiter an. Wow, hier ist eine riesige Schlucht. Komm mal so hoch zu dir. Währenddessen mache ich meinen Song lauter. Aber stumm mich hier nicht runter, ne? Nee, so einfach kann man niemanden schubsen. Ich hab gleich keine Axt mehr. Keine Spitzhacke mehr. Moria, ja, irgendwie voll tief Moria. Also so Psycho-Horror-Spiele, damit könnte ich mich auch arrangieren. Du willst einfach nach oben? Oder willst du rüber? Ich geh jetzt hier wieder hoch. Ich will nicht hoch. Rüber, ich will hoch. Ich will hier raus. Oh, ich bin tot. Okay, das ging schnell. Das kommt davon, wenn man shift und das Steuerung vertauscht. Ich mag jetzt wirklich nicht mehr in der Mine sein. Ich habe wirklich Angst. Ich will hier raus. Und jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr. Das ist schon geil. Ne? Ich habe die ganze Zeit Angst davor, dass irgendwas Schlimmes passiert und er stirbt direkt neben mir. Das war halt dumm. Der Held der Stunde.